Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Und es ist schon wieder ein Haul. Ich war schon wieder ein bisschen shoppen und man nimmt sich hier mal ein Teilchen mit und da mal ein Teilchen mit und hier mal ein Teilchen mit. Und dann stellt man fest, dass man doch eine ganz schöne Menge eingekauft hat. Ja, so auch diesmal wieder. Es ist ein kleiner gemischter Haul. Ein bisschen was habe ich online bestellt, ein bisschen was habe ich in der Stadt eingekauft. Ich muss dazu sagen, mein Freund ist leider etwas krank und da waren wir bei Ärzten jetzt und ich habe in der Zeit, statt im Wartezimmer zu hocken, einfach ein bisschen durch die Stadt gebummelt. Und ja, das sind dann einige Dinge in meine Einkaufstasche gewandert. Ich quatsch nicht lang weiter, ich zeige euch jetzt schnell die Produkte, die ich mir mitgenommen habe und wünsche euch viel Spaß beim Video. Als erstes durfte hier von Alverde aus diese Limited Edition die Pflegedusche Bio Lychee und Bio Wassermelone mit. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Die habe ich jetzt schon eine ganze Zeit lang daheim stehen. Und die riecht halt echt fruchtig, süß, lecker. Also auf die freue ich mich auch schon mega. Dann gab es oder gibt es aktuell, glaube ich, sogar noch bei DM die Aktion mit Nivea. Und zwar bekommt man hier einmal so einen Rasierer gratis dazu. Und da habe ich mir gedacht, okay, Deo geht immer, brauche ich immer, wird immer gebraucht, momentan sowieso sehr viel. Und da habe ich mir einmal dieses Invisible Summer mitgenommen, Black and White. Und das riecht ganz lecker, also so leicht pudrig, frisch, richtig angenehm. Also das mag ich auch sehr, sehr gerne. Dann den habe ich auch schon verwendet und zwar von NYX. Ein Buttergloss in der Farbe Angel Food Cake. Und der sieht so aus. Also auch eine richtig schöne Farbe. Ist auch leicht pappig auf den Lippen, was ich jetzt aber nicht schlimm finde. Also wenn ich meine Haare zu habe, wenn ich es offen habe, mag ich es nicht so gerne, weil sie halt trotzdem recht häufig dann auf den Lippen kleben, was ich halt nicht so cool finde. Aber wenn man die Haare zumacht, dann kann man so einen Gloss echt gut tragen. Lässt sich leicht auftragen, hält recht lange und ja, wie gesagt, die Farbe gefällt mir halt auch wirklich richtig, richtig gut. Dann durfte ich noch ein Produkt von NYX mit und zwar die 608 Cottage Cheese. Und das ist jetzt mein erster Jumbo Eye Pencil und eigentlich wollte ich die Farbe Milk haben. Aber irgendwie habe ich mich da vergriffen. Und das ist hier so ein weißer, silberner Ton, aber gefällt mir auch richtig gut. Also ich finde es jetzt nicht einmal schlimm, dass ich mich da vergriffen habe. Und ja, den werde ich jetzt demnächst mal ausprobieren, wie das sich so auf dem Auge macht. Dann bin ich an unserer Douglas-Filiale vorbeigegangen und da standen draußen solche Wundertüten. Hätte ich mal vorher hier hinten drauf geschaut, da steht nämlich drin, was drin ist. Ist jetzt nicht so berauschend. Ich zeige euch aber trotzdem mal den Inhalt. Und zwar haben wir einmal hier von Douglas einen Nagellack. Das muss ich jetzt auch dazu sagen, ist mein erster Nagellack von Douglas in der Farbe 82 Daddy Wood. Und das ist halt hier so ein bräunlicher Ton. Und also ich kann mir vorstellen, dass der jetzt für die Herbstsaison dann sich perfekt auf die Nägel macht. Dann habe ich hier einmal drin eine Bright Spring Time Hand- und Nagelcreme und zwar Duft japanische Kirschblüte, lese ich gerade. Das hört sich natürlich sehr lecker an. Die ist nämlich noch verschlossen. Also hier riecht man es leicht raus. Es ist ein seifiger Duft. Also auf die bin ich auch mal gespannt und zwar ist es auch von der Douglas Eigenmarke. Ja, genau. Lasse ich aber noch zu, weil ich momentan noch genug Handcremes offen habe. Und dann haben wir hier noch ein Produkt drin und zwar ein Kerzenhalter. Weil ich mir gerade überlege,
nämlich hier so kleinere Essenspinsel. Ha, perfekt. Also ich glaube, das wird mein neuer Pinselhalter für so kleine Pinsel. Das war dann auch schon alles, was hier drin ist. Mehr ist es nicht. Und diese Tüten haben halt auch unterschiedliche Preise gehabt, weil hier hinten drauf stehen dann auch nochmal die Artikel mit den Originalpreisen und den reduzierten Preisen. Ja. Wie gesagt, also wenn ihr sowas seht, schaut mal hier hinten drauf, da stehen die Produkte drauf, die drin sind. Und dann nimmt man nicht ganz so eine Wundertüte ein, ne? Ja, und dann durfte noch eine Maske mit. Es wird übrigens ein sehr maskenhaltiger Haul mal wieder. Irgendwie war mir das Bedürfnis hier nach Masken. Und hier habe ich einmal von Douglas die Hydrating Mask mitgenommen. Das ist auch die erste Maske, die ich jetzt von Douglas ausprobiere. Und da bin ich auch schon mega gespannt drauf. Dann bin ich mir nicht mehr sicher, wo ich die mitgenommen habe. Ob ich die jetzt bei DM, Rossmann oder Müller mitgenommen habe. Die gibt es ja überall. Und zwar ist es hier von Catrice die Glam & Doll Waterproof Mascara. Und die hat hier so ein Bürstchen. Und ich habe aktuell keine einzige wasserfeste Mascara gehabt. Deswegen habe ich mir die jetzt mal mitgenommen. Einfach, wenn wir in den Urlaub fahren, oder beziehungsweise wir wollten eigentlich in die Berge fahren. Allerdings ist mein Freund jetzt leider krank und deswegen ging es nicht. Ich hatte mir die eigentlich mitgenommen, einfach um die Wimpern zu tuschen, damit die trotzdem schön ausschauen und nicht weglaufen. Genau, aber wasserfeste Mascara kann man immer brauchen. Dann war ich bei Müller und bei Müller gab es ein Set mit diesem Essie-Nagellack und einem Topcoat dazu, den Good2Go Topcoat. Und eigentlich wollte ich die Farbe Fiji haben, es stand auch vorne dran, Fiji. Allerdings habe ich dann das hintere Produkt gegriffen und es war nicht Fiji, ich habe aber auch nicht nochmal auf das Etikett hier geschaut. Und zwar ist es die Farbe Fenty Fairest. Und den trage ich auch schon auf den Nägeln und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Farbe mega schön. Mir gefällt die richtig gut. Sie ist halt eine schöne helle Farbe jetzt für den Sommer. Ich mag Weiß nicht auf den Nägeln. Ich finde, Weiß steht mir nicht. Man sagt so immer, jeder sollte einen weißen Nagellack daheim haben, aber mir gefällt weißer Nagellack überhaupt nicht auf meinen Nägeln. Und deswegen mag ich so leicht roséfarbene und der gefällt mir halt auch richtig gut. Und es ist auch jetzt das erste Mal, dass ich diesen Good2Go Topcoat von Essie habe. Und ich finde den richtig gut. Also die Kombi, die Nägel trocknen sehr, sehr schnell. Und ja, Top-Kombi, gefällt mir richtig gut. Und ja, ich glaube, da werde ich mir noch mehr von holen. Dann durfte bei Müller noch mit von Burt's Bees diese Waschlotion. Und zwar für sensitive oder sensible Haut. Die ist auch noch original zu. Lasse ich auch noch zu, weil ich habe noch Produkte im Bad stehen, die ich jetzt aufbrauchen möchte. Aber der hat mich einfach interessiert und da bin ich auch schon gespannt, wie der so sein wird. Dann durften auch nochmal drei Masken bei Müller mit. Und zwar von Montange Jeunesse. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und zwar einmal die mit brasilianischem Schlamm. Die ist pflegend und regenerierend. Dann mit roter Tucherde und die hat eine unglaubliche Tiefenreinigung. Und die mit Gletscherschwamm, sensationelle Hautreinigung. Und ich mag die Masken von Montange Jeunesse sehr, sehr gerne. Also dadurch, dass es Tuchmasken sind, kann man sich die jederzeit einfach aufs Gesicht legen. Man nimmt sie sich einfach wieder runter, muss nicht großartig abwaschen. Und pflegen super, versprechen oder halten das Versprechen, was sie hier geben, auch meiner Meinung nach sehr gut. Also für meine Haut funktioniert super und deswegen mag ich diese Masken sehr, sehr gerne. Den habe ich mir, glaube ich, auch beim Müller mitgenommen und zwar diese Dry Drops. Viele schwören ja auf diese Dry Drops und ich hoffe auch, dass sie funktionieren. Und werde die dann nächste Woche, denke ich, mal ausprobieren und bin auch schon darauf sehr gespannt
ob sie funktionieren, wie gut dass sie funktionieren, ob sie wirklich den Nagellack schneller trocken kriegen. Dann war ich bei Rossmann und habe mir hier wieder meinen Augen-Make-up-Entferner mitgenommen. Meiner ist jetzt fast leer und ja, den mag ich wie gesagt sehr, sehr gerne. Einzigste, was ich festgestellt habe, mit dieser wasserfesten Mascara lässt sich das Ganze ein bisschen schwerer abnehmen. Also da muss ich mir noch was einfallen lassen. Also ein Produkt suchen, was funktioniert, was nicht ölhaltig ist, weil, wie gesagt, meine Augen vertragen das Öl nicht. Und deswegen mal schauen, welche Kombi ich da finde, damit ich die Mascara ordentlich runterbekomme. Und dann hat ja die Zoella, ich weiß nicht, wer Zoella folgt, die hat letztens vor ein, zwei Wochen ein Video rausgebracht, wo sie ihre neue Serie vorgestellt hat. Und auch mit einem sehr, sehr süßen Video, mit so einem Eiswagen und war richtig schön gemacht. Und ja, da durften auch dieser Shower Shake mit. Und ich finde das Design halt einfach mega schön gemacht. Und ich finde die Zoella Produkte auch richtig gut. Man riecht hier auch schon leicht was. Also es ist ein sehr parfümierter Duft. Aber ich mag die Produkte einfach mega gerne. Und bin da auch schon sehr gespannt drauf. Und zwar ist es ein Moisturizing Body Wash. Also ein Duschgel. Und ja. Also ich glaube, da werden auch noch mehr von den Zoella Produkten bei mir einziehen dürfen. Weil ich, wie gesagt, ich mag die Produkte. Ich mag Zoella sehr, sehr gerne. Und ja. Als ich die beim Rossmann gesehen habe, die haben die jetzt nämlich umgebaut. Und zwar stehen die jetzt über den hier, also über Augenmerker beim Ferner, in dem kleinen Rossmann. Ich glaube, im anderen haben sie sogar ein komplett eigenes Regal gehabt, bin mir aber jetzt gerade nicht mehr sicher. Und daneben waren 2 Meter frei. Und die räumen wohl gerade da leer, um Make-up Revolution da einzubauen. Also oben drüber stand auch 2x Make-up Revolution. Und ja, da werde ich nächste Woche auf jeden Fall nochmal vorbeigucken, ob da wirklich Theken von Make-up Revolution einziehen. Weil wenn ja, das wäre echt mega. Also da bin ich ja echt gespannt drauf, was da noch alles so für Produkte gibt. Und freue mich auch schon drauf. Also mein Freund hat auch gesagt, ja, da müssen wir halt wohl nochmal rein. Ne? Also ja, auf jeden Fall. Dann war ich noch bei Action mal wieder drin und habe mir hier so Sheet Mask auch mitgenommen. Die waren echt günstig, also 60 Cent oder so. Also ich hoffe, die bringen auch was. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Und zwar haben wir hier einmal die Sheet Mask mit Mandelöl und Vitamin E. Und zwar hydratisiert die Haut und hat pflegende Eigenschaften, steht hier drauf. Dann mit Wildrosenextrakt und stabilisierendem Vitamin C hilft den natürlichen Glanz der Haut zu verbessern. Dann haben wir hier einmal mit Extrakt aus Blaubeeren und Joghurt, wirkt beruhigend und hat revitalisierende Eigenschaften. Und dann haben wir hier noch eine mit Weinextrakt und Retinolderivat, keine Ahnung was das ist. Und die soll Zeichen vorzeitiger Hautalterung reduzieren. Ja. Ich finde die auch vom Design her echt schön gemacht. Und ja, auf die bin ich auch schon gespannt, wie die so sein werden. Dann habe ich noch bei Sephora bestellt. Und nein, es ist kein Make-up-Produkt dabei. Es sind nur Sephora Eigenmarkenprodukte. Auch nicht viele, aber ein paar. Und da habe ich mir einmal die Pomegranate Sleeping Mask von Sephora bestellt. Das ist einfach so eine Nachtmaske. Und zwar sieht die so aus, das ist so gelartig. Und ja, da bin ich auch schon mal mega gespannt drauf, wie die Produkte so sein werden. Und dann habe ich mir hier auch noch so einen Lippenpatch bestellt. Die ist mit Shea Butter. Genau. Dann durfte auch noch so eine Fußmaske mit. Da sind auch schon so Söckchen mit dabei. Und zwar ist die mit Mandel. Genau, das soll so eine, also das soll so eine reparierende Maske sein. Ja, mal schauen, wie die Produkte so sind.
Und auch eine Lavendelmaske durfte mit, und zwar Refreshing und Relaxing. Und auch auf die bin ich schon sehr gespannt und freue mich schon, die Produkte auszuprobieren. Und ja, es sind, wie gesagt, wieder einige Produkte geworden. Ja, ihr Lieben, das war es dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr beim nächsten Video mit dabei sein wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button, dann verpasst ihr keines meiner Videos. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!